Ja, hallo ihr Lieben, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Wir gehen heute wieder rein an den heimischen Herd und machen für euch ein leckeres Rinderragout. Viel Spaß! Bei uns soll es heute Rinderragout geben und was wir dafür benötigen. Das sind 500 Gramm Rindergulasch vom Jungbullen, Champignons, eine Stange Porree, zwei Möhren, Zitrone, zwei Lorbeerblätter, Sellerie, drei Esslöffel Mehl, ungefähr drei Esslöffel Butter und gewürzt wird mit Pfeffer und Salz. Angesetzt wird das Ganze in 1,5 Liter Wasser, aber wie wir das machen, zeigen wir euch dann. Ja, ihr Lieben, wir haben mal wieder was vergessen. Und zwar zwei Zwiebeln, zwei Eigelb und Kochsahne. Ich habe nun nicht nur 1,5 Liter Wasser, sondern 3 Liter Wasser ungefähr auf den Herd gestellt. Da rein geben wir nun unser klein geschnittenes Gemüse. Dazu kommen noch zwei Zwiebeln, die habe ich vorhin vergessen. Unsere beiden Lorbeerblätter. Ungefähr, nicht ungefähr, zwei gute Teelöffel Salz und Pfeffer. Wenn unsere Mühle noch was hergibt. Ich glaube, wir müssen die Batterien austauschen. Wir müssen die Mühle auffüllen. Oder so. Gut. Das Ganze lassen wir nun aufkochen und dann sehen wir uns wieder. Unser Gemüse kocht nun auf und ich gebe nun unser Rindfleisch dazu. Und das Ganze lassen wir ungefähr mindestens 50 Minuten köcheln. Eventuell sogar noch länger, bis unser Rindfleisch halt gar ist. Nun haben wir unsere Butter erhitzt. Da kommt nun das Mehl rein. Oh ja. So, und dann löschen wir das Ganze mit. Oh ja. Es dampft und dampft. Mit der Gemüse, Fleischbrühe, wie auch immer. Damit löschen wir das Ganze ab. So, dass wir eine schön so sämige Soße bekommen. Gut rühren, dass es nicht kloppt. Siehst du noch was? Ich sehe noch was. So, das Ganze lassen wir aufkochen und dann sehen wir uns gleich wieder. In der Zwischenzeit haben wir eine halbe Zitrone ausgedrückt. Der Saft kommt nun da rein. So. Jetzt kommen unsere Pilze dazu. Aber ich denke, ich werde nicht die gesamte Menge nehmen. Nee, nimm die Hälfte. So, das sollte reichen. Oder ein paar mehr. Ist okay. Nee, ich denke, das reicht. 3 Scheiben. So. So, die lassen wir nun 5 Minuten köcheln, damit sie gar werden. Dann wird abgeschmeckt und mit Sahne und dem Ei nochmal abgelöscht. Fünf Minuten sind um. Nun kommt unser gekochtes Rindfleisch mit rein. In der Zwischenzeit habe ich unsere Sahne und die beiden Eigelb gerührt, gemixt, wie auch immer. Die werden auch dazu gegossen.
die Sahne und das Eigelb wird dazu gegossen. So. Das Ganze lassen wir auch nochmal aufköcheln. Noch ein wenig Pfeffer rein. Abschmecken, ob wir noch ein bisschen Salz brauchen. Ja. Durch das Ei wird es eine richtig schön sämige Soße. Ja, super. Und ich denke, dann können wir gleich servieren. Kurzes Fazit. Das Ragout werden wir auf jeden Fall öfter machen. Total leckere Sache. Die Beilage. Ja, da hat meine Frau vorher schon gesagt, ne? Ich habe mich für Schupfnudeln entschieden. Nee, passt nicht dazu. Ne? Nee, habe ich mich durchgesetzt. Im Nachhinein habe ich es eingesehen. Reis oder eventuell Spätzle wären besser. Aber es ging ja nicht um die Beilage, sondern um das Ragout. Und das war perfekt, sage ich euch. Macht es auf jeden Fall nach. Ihr werdet es nicht bereuen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts und wir beide würden uns freuen, wenn wir euch nächste Woche wieder auf unserem Kanal begrüßen dürfen. Tschüss!